Willkommen zu einem neuen legendär göttlichen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von God of War Ragnarok. Die meisten Menschen da draußen sind unglaublich auf dieses Spiel hier gehypt. Ich natürlich auch. Wir haben nochmal die PC-Version vom ersten Teil komplett durchgespielt, sind jetzt richtig drin in der Materie, werden uns aber trotzdem nochmal gleich die Zusammenfassung anschauen. Ansonsten könnt ihr dieses Spiel hier gewinnen. Ich habe sehr, sehr viele Codes bekommen. Und zwar müsst ihr einfach nur das Video bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Es sind PlayStation-Codes, logischerweise. Das Spiel gibt es nur für die PlayStation 4 und 5. Dementsprechend gehen die ersten zwei Codes am Sonntag raus. Also bis Sonntag habt ihr für die erste Runde Zeit. Und dann geht es so weiter. Wer nicht warten kann auf Instant Gaming, könnt ihr auch nochmal sparen für PSN-Guthaben. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir los. Auf geht's. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein! Nein, 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 nein. Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter, da. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal. Hunger? Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Thank you.
Soll ich? Bereit. Kratos sieht alt, müde und abgeschlagen aus, ne? Er bewegt sich auch richtig schwerfällig. Oh Mann, ich mach mir Sorgen. Ich will nicht, dass mein Kratos stirbt. Ich will's nicht. Ich konnte Fenrir schlafen. Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter ist, ich gebe ihn nicht auf. Fenrir, ha? Hörst du's? Ja. Ist sie das? Sie ist es. Das Symbol ist nicht weit. Schon wieder. Sei bereit. Falki! Okay, die macht uns das Leben auch noch zur Hölle. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Also den Schwur hat sie gehalten, dass sie alles tun wird, um uns zu quälen und uns das Leben unerträglich zu machen. Los! Hab dich! Verdammt, Weib! Wir müssen von hier weg! Ich versuch's ja! Da oben! Was hat sie... Die Bäume! Sie stürzen um! Kriegen wir hin! Sie kommt wieder her! Atreus! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich verliere den Halt! Warte! Ich hab dich! Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Das Symbol steht immer noch, ne? Und der Schnee hat anscheinend auch nicht nachgelassen. Freya, wir sind nicht deine... Freya, halt! Schwing mich nicht dazu! Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki, Svartner, los. Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das warte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein.
Ich mach schon. Ich nehme den Hirn. Leg los! Oh oh, deutet alles schon so ein bisschen darauf hin, dass Atreus jetzt alleine funktioniert und er ihm quasi das meiste beigebracht hat. Jetzt kann ich gehen, Junge. Meine Zeit kann jetzt endlich vorbei sein. Oh, bitte nicht. Ich habe so Angst, dass Kratos wirklich... Es wäre schlimm. Es wäre echt schlimm für mich. Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir, alles in Ordnung? Oh no. Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß. Hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Bist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Sopna. Oh, Frau. Bessu. Sopna. Ethan. Sopna. 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 Komm. Wir trainieren. Was? Nein. Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer. Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken?
Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fenrir allein, bevor ich ihn begrabe? Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Kratos? Kommst du mit mir? Faye? Bist du bereit? Du gehst als Esse-Imir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Oh, wir sehen sie zum ersten Mal. Oder? Ich meine, davor haben wir sie nie gesehen. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf. Ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los.
Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Naja, Interpretationssache, ha? Huh? Soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Moment, die kann einfach so einen Baum easy wegräumen. Und er hat sich nie gefragt, könnte möglicherweise doch kein Mensch sein, weil, ganz im Ernst, so ein Ding wiegt eine Menge. Also du kannst ihn nicht einfach so auf deine Schultern heben wie einen Stock und zur Seite werfen. Bei Kratos verstehe ich sie, aber bei ihr... Faye. Faye. Faye! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. So, Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten, kommentieren, ans Gewinnspiel denken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss!